Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Namenlos. Ja, letztes Mal sind wir ja auf einen sehr großen Lavasee gestoßen und haben uns hier so einen kleinen Wasseraufzug gebaut oder haben uns hier ein bisschen Wasser runtergelassen und wir machen uns jetzt einfach auf zu diesem Lavasee und erkunden den mal ein bisschen. So, ich glaube, da sind wir in diese Richtung gegangen und dann hier runter, wenn ich mich recht erinnere. Genau, und hier war dann die Lava. Ich gieße das mal schnell aus mit Wasser, weil mir ist das irgendwie alles zu riskant, muss ich ehrlich sagen. So, dann essen wir nochmal ein bisschen. Haben wir hier schon ein bisschen Obsidian und hier haben wir das große Lava, den großen Lavasee. Das geht eigentlich immer ganz gut, wenn man hier so Wasser entlang gießt. Dann kann man sich da schön drauf fortbewegen. Ich finde das auch nett, dass dann immer so ein bisschen Dampf rauskommt bei den Randblöcken. So, zack, zack. Und dies geben wir uns mal in die Offhand. So. Zack. Schön ausleuchten, damit hier auch keine Monster spawnen. Oh, das geht ja ewigst lang. Also der ist wirklich riesig, der Lavasee. Aber wir kriegen auch schön Rohstoffe dadurch. Also ein bisschen Redstone, ein bisschen Gold. Emeralds haben wir ja letzte Folge en masse gefunden. Also wir haben 6 Emeralds, seht ihr eh hier unten. 6 Emeralds haben wir bekommen. Und das ist schon eine Menge. Gerade für Emeralds, finde ich. Ja, mal schauen, was uns hier noch so erwartet. Dann haben wir hier noch ein bisschen Redstone, weswegen wir ja eigentlich unterwegs sind. Und da muss ich nochmal kurz nachschauen. Wir brauchen ja den Wind Generator. Das ist ja unser Ziel. Und dafür brauchen wir Osmium auf jeden Fall noch und Redstone, jawohl. Und Redstone und Gold. Ja, dann haben wir eigentlich, glaube ich, schon fast alles. Ein bisschen Osmium fehlt uns noch, aber den ist... haben wir nicht hier, das ist kein Osmium. Aber das finden wir dann sicher wieder beim Raufgehen. Weil dann haben wir eine zuverlässige Energiequelle, eine nachhaltige Energiequelle, wie es so schön heißt. Eine, ja doch, nachhaltige Energiequelle, weißt du so? Weiß ich jetzt nicht. Osmium, da haben wir auch schon ein bisschen Osmium. Nehmen wir direkt mal mit. Und... das nächste Projekt wird dann der Pulverizer sein. Das haben wir uns ja auch schon ungefähr angeschaut. Wie, was wir... oh, schon wieder Emeralds und Gold. Halleluja. Also diese Höhle war echt der Jackpot, muss ich sagen. Da sind so viele Rohstoffe drinnen. Gerade an Emeralds mangelt es hier nicht. Also das ist echt... ich bin immer wieder erstaunt aufs Neue, dass hier wirklich so viele seltene Rohstoffe eigentlich drinnen sind. Wundert mich. Naja. Gut, weiter geht's. Hier haben wir noch ein bisschen Osmium, nehmen wir auch mit. Kann man nie genug haben und wieder Emerald. Alter, was ist denn hier los eigentlich? Also, an Emeralds fehlt es uns bald wirklich nicht mehr. Wir haben jetzt insgesamt hier... naja. Oh, was ist das denn? Eine Oh, wir haben keine Fackeln mehr. Ja, und ich, Dodel, hab natürlich wieder mal vergessen, Holz mitzunehmen. Toll. Also, Fackeln sind am Ende. Bewegen wir uns einfach noch ein bisschen am Lavasee herum. Und rundherum, dass wir hier das Licht haben. Zack, weg mit dir. Tu's nicht. Oh, danke. Und, nein. Stirb. Jawohl. Da haben wir auch schon das Rezept für Dynamit. Für Dynamit bekommen. Weil wir unser erstes Gunpowder gesammelt haben. So, ein bisschen Obsidian könnten wir ja auch noch schnell mitnehmen. Zumindest ein zweites. Dann haben wir zumindest schon mal zwei. Und ich glaube, den Rest werde ich einfach mal so zwischen den Folgen ein bisschen. Ein bisschen Basalt würde ich auch gerne mitnehmen. Das ist sicher ein schönes Baumaterial. Falls wir uns dann wirklich mal ein Haus aufbauen, jetzt in nächster Zeit, dass wir schöne Baumaterialien auch
dabei haben. Und Basalt ist ein schöner schwarzes Baumaterial, finde ich. Wir müssen auch schauen, ich weiß gar nicht, wie man Concrete herstellt, aber das ist natürlich dann auch ein sehr interessantes Material, woraus wir unser Haus bauen könnten. Vielleicht nehmen wir auch Concrete, so, das schaue ich dann gleich mal nach, wenn wir das jetzt fertig abgebaut haben. Muss ich direkt mal nachschauen. Concrete, wie stellt man das her? Okay, also die Farbe Sand und Gravel. Ja, okay, das geht ja dann eigentlich ganz gut. So, weiter geht's. Was brauchen wir jetzt eigentlich für den Pulverizer? Das muss ich auch nochmal schnell nachschauen. Ist das nicht drinnen? Wo sind... wo sind Thermal Expansion und... Sag bloß, die sind jetzt nicht drinnen. Hä, die habe ich doch reingegeben, bin ich blöd? Anscheinend ja. Okay, dann müssen wir die auch wieder dazugeben. Alles klar, habe ich wohl vergessen. Die dazu, wieder dazu zu geben. Weil ich habe das Modpack ein bisschen geändert, damit es meinen PC nicht so auslastet. Weil ihr habt das gemerkt, in einem der letzten Folgen oder in einem der Anfangsfolgen war der PC ziemlich ausgelastet und dadurch hat es ein bisschen geruckelt in der Aufnahme. Und das wollte ich eben vermeiden, indem ich da ein paar Mods raus mache, die ich jetzt nicht unbedingt in der Survival-Serie brauche. Und deswegen habe ich anscheinend Thermal Expansion unabsichtlich auch rausgegeben. So, wir müssen unsere Backpack wieder mal bestücken. Zack, zack. Da geben wir die ganzen Erze am besten rein. Halleluja, was war das denn jetzt für eine Musik? So, das sortieren wir mal. Okay, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Dann sortieren wir das auch mal schnell. Okay. Gut. Können wir eh nichts machen. So. Gut, dann gehen wir mal wieder nach oben. Da war schon ziemlich voll sind eigentlich. Gehen wir schnell nach oben. Es ist eh noch Tag. Das kommt mir sehr gelegen. Schwimmen wir mal wieder nach oben. Ich weiß, das ist jetzt nicht so unbedingt die beste Lösung hier mit diesem Wasserstrom, aber es ist besser als die ganze Zeit die Stufen zu steigen. Meiner Meinung nach. Und die einfachste Lösung halt auch. Wir haben im Moment noch nicht so viele Baumaterialien, dass wir sagen, okay, wir könnten uns einen Aufzug oder keine Ahnung, was wir dann bauen können, machen. Autsch, jetzt habe ich mir die Hand angehaut. Und deswegen ist das, glaube ich, unsere beste Alternative, die wir haben. So. Aber ich würde mir noch gerne in dieser Folge die Windmühle machen, also das Windrad, Wind Generator, und zwar brauchen wir Enriched Alloy, ein Enriched Alloy, 5, okay, wir brauchen 5 Enriched Alloy und 3 haben wir schon, das heißt wir nehmen uns 2 Eisen und lassen das nochmal bisschen infusen, das können wir da reinlegen. Und das Eisen, wo ist es da? 1, 2 Eisen brauchen wir noch. So, dann lassen wir da mal. Oh, das Osmium muss ich aus dem Backpack holen. Zack, dann lassen wir das da mal schnell durchschmelzen. Deswegen habe ich auch. Deswegen waren da auch so komische Items in einer der letzten Folgen. Ja. Alles klar, habe ich den Mod aus Versehen rausgepackt. Habe ich nicht 2 Eisen reingepackt? Eigentlich schon. Komisch. Naja. Achso, habe ich ja. Stopp. Das Eisen will ich natürlich nicht verschwenden. So, das Osmium brät hier schön durch. Dann können wir uns direkt mal eins so eins machen. Das Gold müssen wir auch durchschmelzen, weil das brauchen wir auch gleich. So. Da. Oh, habe ich jetzt alles... Ich bin auch ein... Ah, ich bin ein Idiot. Nein, wir brauchen ja auch noch ein bisschen Soul Redstone, oder? Ja. Ach Gott. Egal. Den holen wir uns dann schnell wieder. Einfach ein bisschen Strip minen. Vielleicht mache ich das einfach während
zwischen den Folgen und mache dann von der nächsten Folge so ein kleines Speed-Up rein. So, dann haben wir das. Was fehlt uns? Osmium fehlt uns, natürlich. Aber können wir ein Energy-Tablet machen? Nein, natürlich nicht. Gut, was machen wir? Ich gehe nochmal schnell runter hier und schaue, dass wir noch ein bisschen Redstone bekommen. Das war so klar. Das ist mal wieder so eine typische Aktion von mir. Einfach nicht nachdenken und, ja, keine Ahnung. Ah, einfach mal alles Redstone verballern, was wir gefarmt haben. Schön. Auf jeden Fall. Gut. Da sind wir auf Höhe 11, da auf 12. Dann graben wir uns mal in diese Richtung hier. Ah, shit, Fackeln hätte ich auch mitnehmen können. Ich bin so verplant, das gibt's doch nicht. Was mache ich denn falsch? So, ihr seht jetzt genau gar nichts, genauso wie ich. Okay. Ja. Wir brauchen Redstone, bitte. Bitte Redstone, bitte. Hallo, bitte. Halleluja, was ist das denn jetzt? So. Oh, jawohl, da ist ausgeleuchtet. Oder zumindest... Genau, das gibt uns ein bisschen Licht hier. Das ärgert mich halt echt, dass ich das ganze Redstone einfach mal verballert habe. So typisch. So typisch. Aber da hinten ist noch ein bisschen Lava. Vielleicht finden wir da ja noch ein bisschen was. Ah ja, da haben wir schon ein bisschen Redstone. Das nehmen wir direkt mit. So. Jawohl, 4 Redstone. Das reicht für ein Tablet. Was haben wir denn da? Okay, wir haben solche Fossilien. Können wir direkt mal einpacken. So, zack und zack. Und dann abbauen. 1, 2. Danke dafür. Habe ich den Wassereimer? Ja, den habe ich sogar dabei. Zack. So. Wassereimer. Dann schauen wir da nochmal schnell kurz um die Ecke. Sind schon wieder Emeralds. Alter, ich pack's einfach nicht, wie viele Emeralds das sind. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Gut, das Osmium nehmen wir auch nochmal schnell mit. Das können wir auch immer gebrauchen. Ich weiß schon, was dieses Item... Okay, da müssen wir jetzt mal kurz Inventar aussortieren. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir im Moment auch nicht. Das auch nicht. Können wir auch ein bisschen was weg. Da haben wir eh so viel. Brauchen wir im Moment auch nicht. Das kriegen wir auch wieder ganz schnell. Mosquito in Amber. Okay, woher haben wir das denn bekommen? Das Flint brauchen wir im Moment auch nicht. Ja, okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Das Osmium. Ein bisschen Eisen können wir auch noch mitnehmen. Das ist ja auch... gerade im Moment eher Mangelware bei uns. So, zack, zack, zack. Viel, viel Osmium. Danke. So, dann ein bisschen Kupfer können wir uns auch noch mitnehmen. Und das ist das auch wieder so ein Fossil. So. Inventar sortieren. Zack, zack, so. Das können wir einpacken und mitnehmen. Zack. Fossil to go. So, zack, haben wir mitgenommen. Ah, hier haben wir wieder eine Höhle, toll. Da haben wir noch ein Fossil, können wir auch einpacken und mitnehmen. Zack, zack, zack. So, aber wir schauen hier unten noch ein bisschen weiter. Denn ich würde gerne noch schauen, ob hier noch ein bisschen Redstone dabei ist. Vielleicht ist es eh ein See, der zusammenhängt und ist das gleiche wie von vorher. Da haben wir noch Redstone, jawohl. Das nehmen wir mit. So, zack, zack, zack. So, also da. So. Gut. Ich weiß, dass da Lava drunter ist, deswegen... Ah nein, ist gar nicht Lava drunter. Noch ein Emerald. Und das ist noch ein bisschen... Bernstein. Bernstein heißt das, genau. Bernstein. Haben wir auch mitgenommen.
Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ganz wichtig, Glocke aktivieren, denn sonst kriegt ihr keine Benachrichtigungen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.